YouTube-Menschen da draußen, wir spielen heute gemeinsam eines meiner absoluten Top-Steam-Games, nämlich Darkest Dungeon. Den ersten Teil habe ich super hardcore gesuchtet, auch sehr viel gestreamt, damals auf Twitch. Link zum Twitch-Kanal natürlich in meiner Videobeschreibung. Gerne mal draufklicken, gerne mal vorbeikommen. Ansonsten bewerten und kommentieren. Das ist super wichtig, wenn ihr mich ein wenig unterstützen wollt. Darkest Dungeon 2 habe ich mir schon mal gekauft, damals im Epic Game Store. Jetzt spielen wir die Steam-Version, denn es ist anscheinend jetzt die Vollversion. Ich habe es nur in einer sehr, sehr frühen Version gespielt. Es war mir dann irgendwie ein bisschen zu wenig Content. Ich bin umso mehr gespannt, was jetzt Version 1.0 so alles zu bieten hat. Ich habe es noch gar nicht gespielt, ist also auch für mich jetzt in dieser Version der allererste Run. Deswegen seid ein bisschen gnädig. Ich weiß, ihr da draußen seid alle absolute Darkest Dungeon Profis. Ich bin es vielleicht auch gewesen damals, vor vielen, vielen Jahren. Wer weiß, neue Reise beginnen. Ich finde auch cool, wie man das mit diesen zwei Bergspitzen darstellt. Sehr ästhetisch. Found you at last. My protege. My friend. Our calculations were correct. The ephemeral equation is unbalanced. The Earth spins on a strange and terrifying new axis. And everywhere, unbridled consequence. The world is a wasteland of failures past. And yet, you must ride out into it, unafraid. Take this. It is hope, the very last of it. It is yours now. You were bold once. Be bold once more. Free yourself from this suffocating stillness. Fix your gaze on the horizon. And face the fearsome truth of the Darkest Dungeon. Oh Mann, ich werde sowas von leiden, ne? Das wird wieder so extrem qualvoll, hier durchzukommen. You must face your failures or be consumed by them. Ich finde die Grafik genial. Ich mag die Grafik schon im ersten Teil, aber irgendwie im zweiten ist das nochmal alles viel ästhetischer, schöner, knackiger. Ich liebe die Stimme des Erzählers. Wir starten mit dem Prolog. So. Ich unterschreibe mit Blut. Mit blutroter Tinte. So, wir können die Kutsche hier selbst lenken. Der Prolog war, glaube ich, damals. I know failure well. I glimpsed it lurking at the ragged edges of your mind. I watched its venom spread through the veins of the world. And I trembled at its terrible reverberations. Er war damals noch gar nicht drin. The crossroads, where lost souls hope to find their way. Die Wegkreuzung. So, was haben wir hier? Die Gruppe, die Gruppenerstellung, die Kutsche und so weiter und so fort. Also ein bisschen kenne ich mich natürlich aus mit dem Ganzen, ne? Deswegen müssen wir das jetzt alles nicht durchkauen. Ich weiß auch, wie man die Leute hinstellen muss, wie die Fähigkeiten funktionieren. More devastating than the horrors of 100 campaigns. Weil ich ja sehr viel Erfahrung mit Teil 1 habe und natürlich auch schon, ich weiß nicht, vielleicht so 6-7 Stunden in Teil 2 damals reingesteckt habe. So, hier oben sehen wir die Position und die Ziele. Und das ist die vordere Reihe für uns. Ne? Also hier vorne sind die vordersten Plätze für uns und hier die vordersten Plätze für die Gegner. Und er ist eben Mann fürs Grobe. Das heißt, er muss ganz vorne hin. Dann würde ich ihn hier hunted,
auf die zweite Position stellen. Sie in die mittlere. Und der Pestdoktor natürlich auf die letzte. So. Wir können natürlich auch ihre Fähigkeiten und so weiter alles verbessern, anpassen. Aber das kommt alles noch, sonst ist es jetzt zu viel. Sonst ist es jetzt zu viel. Maverick, Dankeschön für 9 Monate und let's go. Psst, hey. Das Tal. Dankeschön. Onward. And let us hope enough yet remains of the world. So, dann zischen wir los. The bulwark of your denial is giving way. Direkt in die Schlacht. Alter, das sieht ja nochmal besser aus als damals die Version, die ich, als das Spiel rausgekommen ist, im Epic Store gespielt habe. Es sieht nochmal ein Stückchen irgendwie knackiger aus. Aber cool. Stupendous. Ich bin schon ein bisschen gehypt. Wie gesagt, eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Wer greift als nächstes an? Der hier oder der hier? Hauen wir ihn weg. Todesstoß drauf. Noch ein Sack Leichen. Messerwurf. Well done. Kritisch. Jetzt ist er dran. Ne, ich bin nochmal dran. Nice. Giftschlag. Hat er nochmal Gift, aber... Oh. Flawless. No damage. Sollten wir uns besser nicht dran gewöhnen. So, Loot wird mitgenommen. Also sieht nochmal ganz anders aus. There is so much worse in store. Nochmal ganz, ganz anders aus als die Version, die ich gespielt habe zum Release des Early Access. Die letzten Verzweifelten. Während Begegnungen wie dieser musst du dich für eine Auswahl entscheiden, indem du auf einen Helden gedrückt hältst. Unten auf dem Bildschirm siehst du eine Vorschau auf die Ergebnisse. Okay. Was passiert hier? Ich bekomme Fackel und Proviant. Ich bekomme Fackel und einen Ring, wahrscheinlich ein Schatz. Und die anderen können nichts. Die anderen sind einfach unsoziale Wesen. Was nehme ich denn? Ich glaube, ich würde mal Proviant mitnehmen. Oder Moment, gebe ich das ab? Nein, ich mache Plus. Besser als in der Familiengruft vor mich hinzumodern. Vom Wegelagerer zum Reisenden. Das wird weniger lohnend sein. Ha, ich kenne diese ganze Mechanik noch nicht, weil ich jetzt schon weiß, dass irgendwie soziale Sachen wichtiger sind als in Teil 1 noch. Gut, let's go. Ah, hope springs in the unlikeliest places. Dankeschön. Weiter geht's. Was war das beste, geilste, dümmste Game, was ich jemals gespielt habe? Das hier ist das beste. Nee, Darkest Dungeon 1 war schon eines der besten Games, die ich je gespielt habe. Das fand ich schon sehr, sehr intens. Besonders wenn die Kämpfe losgehen. Okay, wir hatten noch so eine Karte mit Abzweigung, aber vielleicht kommt das alles noch. Einfach mal weitermachen. Einfach mal weitermachen. Wow. Okay, was bist du für ein riesiger Fettsack? Magst du Gift? Ich glaube, ich hau dir mal ein bisschen Gift rein. Alter, da geht's direkt los. Widerstand gesenkt. Ich will den Dicken irgendwie loswerden. Der macht mir richtig Schiss, der dicke Dude. So, Giftschlag. Blend. Naja, wir gehen weiter auf Gift, erhöhen sein Gift. Das ist richtig schön reinzwiebelt. Gib ihm. Leider kein Bluten, aber das Gift hat schon mal 6 abgezogen. Alter, der schützt einfach mal den Dude da vorne. Natürlich gehen sie nur auf meinen Fernkämpfer. Serious Time, Dankeschön. Alt. Die Akademiker-Ansicht zu sehen. Okay.
Alt gedrückt halten. Oder mittlere Maustaste. Drei Züge habe ich jetzt das Gift hier drauf. I don't like this. Hat sie nicht Gegengift? Oder heilt das nur sie? Flitzende Dolche oder weiter mit Gift? Let's go. Psst. Hey. Ja, da hinten ist geschützt. Boah, jetzt hört aber auf hier mit eurem Gift. Ist ja furchtbar. Ja, komm. Treffe ich den da hinten? Alter, den trifft er sogar wirklich. Ich bin froh, wenn ich den Kollegen einfach los bin. So, hier kann ich ihn heilen und entfernt. Das ist das, was ich gesucht habe. Dankeschön für 900 Bits und natürlich auch Grüße zurück. Das Gift müsst ihr jetzt eigentlich wegsmashen. Ja. Oh, wie widerlich da noch so ein Leichenhaufen rumliegt. Bam, mit der Spitzhacke. Ein Giftschlag. Mein letzter Penny. Dankeschön für den letzten Penny. Da kommt der Todesstoß. Das erhöht seine Moral. Finde ich gut. Okay, er wird auch ein bisschen Depri von der Stimmung. Bams. Komm schon. Ja, nice. So will ich es sehen. Ich frage mich, ob man das Spiel durchspielen kann. Hope springs in the unlikeliest places. Gib mir den ganzen Dreck, ich nehme alles mit. Push on to the inn. Rest and resupply await you. So, wir kommen zum Gasthof und da müssten wir eigentlich dann auch Abenteuer annehmen können. Der sieht aber gar nicht gesund aus. Der sieht gar nicht gesund aus, Leute. The familiar hearth crackles inviting thee once again. Die standfesten Gefährten erreichen Fackel und Krone. Zwei Kerzen für das Erreichen des Gasthofs erhalten. So, die sind natürlich jetzt komplett geschlaucht. Wir haben den Prolog abgeschlossen. Endlich hast du deine Kräfte gesammelt. Schöpfe so viel Hoffnung wie möglich und beende deine Expedition. Ach, das ist nur so ein Zwischenstopp. Okay, warte mal. Das sind unsere Goodies, die wir haben. Kreidestaub, Kampfgegenstand, Kampfgegenstand, Kampfgegenstand. Ein schwacher Schimmer verspricht eine lichte Zukunft. Kerze der Hoffnung. So, sind eigentlich alle relativ fresh, ne? Expedition beenden. Every league, a lesson. Gefundene Kerzen 3. Tal abgeschlossen 2. Region abgeschlossen haben wir nicht. Hoffnung einfordern. Ja. Learn from each attempt. Deepen your understanding. And victory will come. Okay, also der Chat meint gerade, man kann es durchspielen und jeder Akt verlangt wohl auch 4 Stunden bis 6 Stunden circa. Das ist schon ganz schön üppig, Freunde. Das ist schon ganz schön üppig. Altar der Hoffnung. Ich muss erstmal alles lernen, ne? Das ist am Anfang wieder super viel Information. So, der Altar der Hoffnung. Mit jeder Expedition verdienst du dir Kerzen der Hoffnung. Am Altar kannst du diese Kerzen für Freischaltung neuer Klassen, Gegenstände, Haustiere und mehr ausgeben. Bei diesem ersten Besuch musst du auf den Feldern der Arbeiter vorbeischauen. Okay, Altar der Hoffnung kenne ich auch noch nicht. Felder der Arbeiter. Spare a thought for tools of iron. Such implements will serve us well. Alright, was ist das hier? Accessoires, Kampf, Kutsche und Gasthof. Kutsche braucht 2, 0 von 30, 0 von 30, ich geh mal da rein. Aber was bringt es jetzt, hier 2 Kerzen reinzustecken? Was hab ich davon? Ich mach's mal, Achtung Kutsche. New instruments will help us diagnose the world's affliction. And overcome it.
Okay, ich habe jetzt Kutschenausrüstung, Reiseausrüstung bei Betreten der Region plus 1, max 2. Ist das random? Da gehe ich mal in den Gasthof rein. A drop of sanity in a sea of madness. Gasthofgegenstand Whisky, 2 Ziele. Ich mach nochmal in die Kutsche. Every twinkling recollection is another implement at our disposal. Tisch des Medikus, Kutschenausrüstung, Heilgegenstände. Nach jedem Ort entfernt 10% von der Krankheit. Cool. The road calls once more to its dark passenger. Okay, das werden dann wohl die Roguelike-Elemente sein, dass du halt hier diese Upgrades mitnimmst und die Sachen bleiben dann, denke ich mal, dauerhaft im Gasthof. Dauerhof! Indistinct and ill-lighted. No comfort awaits you here. Leugnung. Also die Steam-Bewertungen sind bei dem Spiel schon mal absolut top. I remember our first meeting on the steps of the university. A collegial handshake. That would doom us both. Your insightful questions during my lectures gave me pause. And I recognized in you something of a kindred spirit. Despite our differences in age and position, we shared a keen fascination for archaeology, folklore, and, of course, occultism. The crossroads. Who will step forward into the light? Kaif, dankeschön für 10 gifted Subs. Dankeschön. Großes, großes Dankeschön. So, ich hau den hier wieder hin, den hier wieder hin, den hier wieder hin. Und den. Let's go. Absolut, let's go. Das Tal. You came here seeking solace, but found stagnation instead. Na, guck mal hier, Gasthof, 6 Meilensteine, 5 Meilensteine. The point of no return welcomes you with open arms. Und da vorne ist wieder die nächste Blockade. The blue light of your denial is giving way. Dankeschön. Freut mich, dass du die Zeit gefunden hast, hier mal vorbeizuschauen. So, wir sollten gucken, dass wir die da hinten bombardieren, denn die gefällt mir gar nicht, die alte Spinatwachtel. Bam! Oh, ich liebe einfach dieses Gefühl, wenn du triffst, ne? Das hat sowas Brachiales, sowas irgendwie Befriedigendes. Bam! Dass er beim nächsten Mal schön weg ist. Spinatwachtel des Grauens. Oh, was ist das hier? Nur noch die Hälfte an Schaden beim nächsten Mal. Komm schon, mach die da hinten fertig. Dolchwurf. Ey, die hält aber gut was aus, du. Ah. Okay, aber wir hatten noch Schutz. Okay, und schon beginnt der Terror und das Elend. Oh, der lebt auch noch. Weil wir nur die Hälfte an Damage machen. Ah, komm. Einmal für dich ein bisschen Gefechtsmedizin, mein Freund, denn du bist sehr wichtig. Yes, Todesstoß. Early results are encouraging. Wir gehen auf ihn. Der da vorne muss einstecken, ne? Der da vorne muss richtig einstecken. Mal gucken, wie kann ich denn Items nutzen? Wie kann ich hier Items nutzen? Ist das noch nicht drin? Was bewegen? Passen. Hm. Machen wir den schon mal kaputt? Vielleicht mit Tab? Machen wir das erstmal hier weg.
Der ist auch schon mal platt. Das geht nur bei ihr, oder? Das ist... Ja, das ist ein Selbsteinsatz. Das geht nur bei ihr. Das ist wie im ersten Teil. Die konnte sich immer nur selbst versorgen. Wir machen ganz kurz so einen kleinen Bewegungsswitch. Machen den hier. Mist, ich kann ihn nicht heilen. Gefechtsmedizin, warum geht das nicht? Ich habe ja noch zwei. Bedingungen nicht erfüllt. A simple variable. Easily resolved. Ach, die muss unter 50 sein. Oh, was haben wir hier? Widerstand gegen Gift. Wie kann ich denn meine Crew ausrüsten? Das muss ich auch mal rausfinden. Are you shaken? There is so much worse in store. Hier ist mein Inventar. Warte mal. Hier ist mein Dude. So. Das hau ich mal hier drauf. Hier ist meine Kutsche. Kutschenausrüstung. Kann ich noch gar nichts machen. Das kommt alles erst noch. So, warte mal, geh nochmal hier rein. Inventar. Der kann jetzt aber auch keine Ration oder sowas fressen, ne? Schmuckstück. Kann ich eigentlich jetzt hier nochmal tauschen? Ah, ne, die haben sich wieder so einsortiert, wie ich es will. Gut, dann würde ich sagen, weiter geht's. Da muss ich mich noch mehr reinfuchsen und noch belesener sein. Was ist das jetzt? Gasthof. Okay, und da können wir uns jetzt ausruhen und unsere Wunden lecken. Das Problem ist ja, wenn meine Crew sterben sollte, sind die weg. Does much for the weary body. Even more perhaps for the restless soul. So, was haben wir hier? Whisky. Kann ich jetzt ihm geben? Warte, wie geht das? Okay. Das hier reduziert doch den Frust, aber anscheinend muss das erst voll sein. Okay, dann kann er das nicht verwenden. Ja, wie gesagt, ich muss das alles erstmal lernen. Route wählen. Everywhere in ruin. Everywhere in need. Blut und Licht verseucht, Nebel des Kriegs, nackt und furchtsam. Trenches and tents. The front lines of a war that was never fought. Meisterlehrerin. One learns quickly when survival demands it. Okay, warte mal, kann ich hier neue Fähigkeiten denen beibringen? Was hat... Moment, jetzt habe ich das hier gelevelt. Warte, zurücksetzen. Kann ich ein paar mehr Informationen über die Meisterlehrerin haben? Er hat 5 Markenpunkte. Okay. Hier, Meisterlehrerin, zeig mal her. Die Meisterlehrerin bietet dir die einzige Gelegenheit auf deiner Reise, die Fähigkeiten von Helden zu verbessern. Meisterschaftspunkte erhältst du als Belohnung meistens durch Kämpfe. Alright, ich verstehe. Und wenn ich jetzt die Fähigkeiten verbessere... Aha. Aha. Kann ich das nochmal verbessern? Ne, das ist jetzt schon auf Meister. Bollwerk, Verteidiger. Ach, das zählt für alle. Verstehe. Ich finde, die Giftpfeile waren immer sehr, sehr gut. Dann hole ich mir die Heilung.
Und bei ihm finde ich boshafter Schnitt auch sehr geil. Nehmen wir auch mal mit. Gut. Conventional fare, but fairly priced. Bärenfalle. Die strahlende Flamme. Will you press on into uncertainty or claim what you can? Okay, jetzt will ich ja weiterziehen, ne? So, ich habe eine Route gewählt. The next stop is leagues away. Plan accordingly. Ja, hau ich mir mal das hier rein. Moment, verändert sich das auch optisch? Ach, wie cool ist das denn? Your academic instincts serve you well. So. Alles klar. Dann rasten wir jetzt und dann geht's weiter. Ich verstehe. Das Dickicht. Let's go. Okay, langsam komme ich rein. Am Anfang ist es, wie gesagt, ein bisschen viel alles. Aber kriegen wir hin. Ihr könnt gerne eure Tipps jederzeit schreiben. Ich versuch's zu lesen. So, neues Gebiet. Ah, und jetzt ist es so, wie ich es kenne. Jetzt haben wir hier diese Routenauswahl. Moment. Wir gehen hier lang. Achso, das... Ah, das muss man jetzt so auswählen. Ah, okay. Wow. Wow. Und was ist das hier? Das Böse bereitet sich auf der... das Böse breitet sich auf der Welt aus, was sich in der Abscheuleiste widerspiegelt. Abscheu macht deiner Gruppe das Leben schwer. Ich glaube, jetzt wird's übel. Jetzt geht's los. Jetzt geht's richtig los. Jetzt kommen die hässlichen Momente des Spiels. Sollte man diesen Dingern besser ausweichen oder voll reinballern? Desperate and wanting. Will you rebuff their earnest please? So, der hier hält sich raus. Was macht er hier? Ich wähle ihn. Und ich bekomme Pfeifenkraut. Das gute Pfeifenkraut. Wer kennt's nicht? Essentiell. Könnte mir ein Leben ohne Pfeifenkraut gar nicht mehr vorstellen. Okay, da oben gibt's Kerzen und so. Look ahead. Wow. A place to reflect, remember, and reconcile. Wow. Was war das denn? Eine Falle? Wurden wir gerade bombardiert? Heldenschrein. Okay, wir steuern gerade auf einen Heldenschrein zu. So, gefährliche Strecke. Schrein. Echo der Vergangenheit. Mit meinem Ehrgeiz übertrumpfe ich andere bei Übungskämpfen. Ich lasse mich nie wieder einsperren. Die Tradition führte uns zueinander. Oder vielmehr zum Geld des jeweils anderen. Spott und Geflüster trieben mich nur zu weiterem Lernen an. Gleichmut, Gleichmut, Gleichmut. So, was geschieht hier jetzt? Man at Arms. Chapter 1. Waffenknecht. Kapitel 1. Voreilige Beförderung. The politics of a military career are perhaps as treacherous as war itself. Though untested in combat, his acumen for advancement was unmatched. Through a dubious campaign of influence and intimidation, he had at last claimed a coveted command and was eager to bask in the glory of the victories that were sure to come. Oh, eine neue Fähigkeit. Kampfgebrüll. Alles klar. Alles klar, die Reise geht weiter. Okay, gehen wir hier lang. Hab
habe ein bisschen Schiss. Zeig mir mal die Karte. Die sollten wir eigentlich immer offen haben. Hier ist ein Kampf. Hier gibt es eine Kerze. Hier war Ungewisses. It is low indeed. To profit in destruction. Okay, Heldenschrein. Super wichtig, um an Fähigkeiten zu kommen. Und... oh my gosh, here we go. Ich hole den Schützen weg, denn die machen böse Schaden. Deswegen kriegt er erstmal Gift reingezwiebelt. Measured and steady. Ah, boah, was hat er hier? Gib ihm! Gib ihm! Nice, der ist schon mal weg. I like this. Warum gehen die immer auf ihn? Den wollen sie immer tot sehen, ne? Den Bruder wollen sie immer loswerden. So, Gifthauch. Combo. Ach, come on. Nochmal hier mit Gift. Wenn er das nächste Mal dran ist, ist er auf jeden Fall tot. Nice. Er darf aber shooten. Haut mir 6 Damage zwischen die Rippen. Boah, ich liebe es jetzt schon. The unpleasant in the extreme. This work is noble and necessary. Okay, aber Rationen und sowas gibt's gar nicht mehr wie früher, ne? Dass man da irgendwie ein bisschen was schlabbern kann. Er crasht hier durch. Ach, der heilt sich da unten wieder, sehe ich gerade. Die Höhle betreten. Habe ich eine andere Wahl? Die Höllenhöhle. Kreaturenhöhle. Was für simple Bestien. Die werden wir schon ausmanövrieren. Zu hohes Risiko für zu wenig Gewinn. Gehen wir. Sie hat gar keine Meinung oder was? Stärke jagt den Bestien Angst ein. Dann wählen wir ihn hier als unseren Commander. Bafflement and vexation. Boah, Spinnen! Psst. Hey. Alright, kann man Spinnen vergiften? Ich würde sagen, ja. Ausgewichen! Och nee, und schon geht der Ärger los. Second Sun, Dankeschön. Und schon geht der Ärger los. Ah, Gott. Uiuiuiuiui. Haste and carelessness. Okay, das war's. Hallmarks of the unprepared. Hau weg. Alter, ist hier wirklich jeder mit Gift unterwegs? Oh, Spinnen sind so ätzend. Yo, einen kritischen! Nochmal hier, dass der nächste Angriff verfehlt, ist ja richtig fies. Okay, ihr Spinnen macht mir echt das Leben schwer. Bams! Welcome relief from caustic agony. Come on, please. Ah, 75% ausweichen. Wie krass ist das aber auch? Hau dir mal ein bisschen Absinth hinter die Birne. Alter, und der Damage hinterher. Ey, come on. Trotzdem verfehlt. Ey, wir kriegen schon richtig fies auf die Fresse. Oh mein Gott, werden wir hier gerade... ja! Werden wir hier gerade gebimst, ne? 7 Schaden. Aber die Animation und so, das sieht alles ziemlich geil aus, finde ich. Ja gut, ich muss ihn hier heilen. Kritisch geheilt, nice. Er hat sein Gift wieder los. Komm, komm, komm! Ja, eine Spinne weniger. Another impediment. Cleared with impunity. Kritisch. Kritisch.
Alter, der Struggle geht wieder los. Ich habe keine andere Wahl. Mach sie wieder buff, Bruder. Yo. Der war nice. Ein Damage, aber wahrscheinlich Gift. Das war mir sowas von klar. Boah. What? Da gibt's eine Runde 2? Oh Mann. Empowered. Emboldened. Oh Mann, Alter. Oh Mann. Battlement and vexation. Oh Mann. Oh wow. Oh nein, und die blutet auch noch. Oh, der ist auch noch richtig schön tanky, der Dude. Natürlich auf ihn und Gift und Gift. Ich habe noch eine Heilung im Notfall. Beide weichen aus, aber verlieren ihren Buff schon mal ein bisschen. Nee, ich muss austeilen. Wir müssen austeilen. Wir müssen gucken, dass hier die Buffs von denen weggehen. Oh Gott. Und er gibt. Und er gibt. Und er gibt. So, damit sind meine kleinen Vorteile hier auch alle weg. Ha. Ich muss mir das hier holen, vielleicht habe ich Glück. Buffs sind weg. Mann, kritisch, dann werde ich halbiert. Das ist schon echt räudig. Ich glaube schon Gift. Hat er Widerstand? Nice. Hat er auch Widerstand. Wenigstens mal ein bisschen Glück. Und er rotzt mir auf meinen Heiler da hinten. Finde ich gar nicht gut. Ja, endlich. Der Dicke ist schon mal weg. Der Dicke ist schon mal weg. Ausgewichen, guter Mann. Was? Der hat sich da wirklich nochmal aufgekauert? Oh, verfehlt. Ich glaub's nicht. Ja, er muss weg. Er muss weg, sonst... Wie, jetzt? Er lebt immer noch? Der nächste Treffer könnte tödlich sein, aber ist es nicht, oder was? Widerstand, Widerstand. Oh Mann! Incremental. But deadly all the same. Oh Mann! Das wird übel. Ey, bitte sei jetzt endlich tot. Das Spiel nimmt ja keine Gefangenen. Alter, ich... Boah. Ich werde sowas von sterben. Alter, alles in der Schwelle des Todes, ne? Uff. The long road and an abrupt end. Das war's. Ich bin sowas von RIP. Straightforward and effective. Ich bin sowas von RIP. Ich habe meinen Tank verloren. Als nächstes werden sie mir den zerreißen. Kommt danach noch eine Welle?
Yes. Collaboration confers advantage. Das wird schwer. Klar greift sie sie an. Schaden wieder halbiert. Oder nee, das ist Chance, dass ich treffe halbiert. Alter, ist das mies. Komm schon! Boah, ich habe wirklich jemanden verloren. Jetzt schon, so früh im Spiel. The blood of the valorous and cowardly alike soaks this tainted soil. Heldenüberreste. Gewährt aber 4 Kerzen, wenn ich es bis zum Gasthof schaffe. Oh mein Gott. Abates. Oh mein Gott. Ein Wachturm. Ein Ort der Ruhe. Ich muss zur Oase. Kann ich irgendwo zwischendrin jemanden anheuern? Ey, ich werd so drauf gehen. Das war's, oder? Flori, dankeschön. Der Malaka-Becher, dankeschön. Für eure Subs. Up ahead, ich bin sowas von tot. Of our regrettable research. Wow. Wow. Ich bin sowas von tot. Was ist das hier? We were able to replicate the dark song. Kammer des Akademikers. Dankeschön für 100 ultrageile 100 Bits. Warte. Tod vom Helden. Das wissen wir alles. Das wissen wir aber nicht. Kammer des Akademikers sind verlassene Labore. Darin findest du arkane Gegenstände und andere nützliche Dinge. Okay. Den schicke ich rein. Pfeift mit. Okay. Ich schicke sie rein. Amidst the spoils, an artifact of unparalleled power. Okay, wir haben einen neuen Gegenstand rausgezogen. Nichts dabei, was sich lohnt. Achtung, wir müssen da durchrumpeln. Oh nein, das ist doch Feind, oder? Oh Gott. Ey, wir werden sowas von sterben. Oh, yo! Kann es sein, dass Darkest Dungeon noch schwieriger ist als Teil 1? Hm. Was habe ich groß für Optionen, ne? Der ist schon so gut wie weg, der da hinten. Eieieiei. Eieieiei. Und noch bluten. Und nochmal bluten wahrscheinlich, ne? Ja, lass mich ausbluten, Baby. Lass mich ausbluten. Ich bin sowas von RIP. Also im Kampf kann man gar keine Gegenstände verwenden. Sowas geht alles nicht mehr wie früher, dass man sich da irgendwie was reindudeln kann. Hier gibt's I. Nee, es gibt kein Inventar, ne? A calculated generosity. But a welcome one nonetheless. Boah, Alter, komm! Ach du Heilige. Also wenn ich das überlebe, ist es ein Wunder. Och nee, und ihr überlebt es auch noch mit 3. Schwelle des Todes. Ah, was habe ich für eine andere Wahl? Habe ich wenigstens einen schon mal weg, aber. The path of exculpation need not be a lonely one. Oi, 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 das war's auch schon mit meinen Heilungen. Boah, Alter, fetzen die rein.
So, der blutet erstmal auch. Todesstoß, nice. Death comes for the rich and poor alike. An der Schwelle des Todes. Edel. A brilliant conclusion. Okay, der ist weg, aber. Yo, der nächste Todesstoß. Alter! Das wird ein hartes Brett. But could not defy it. Ja, ballert mal ein bisschen auf die Gräber ein. Boah, 8 Damage. Und nach hinten geschossen. Ja, das schaffe ich nie, die noch irgendwie. Und dann geht die Reise ja weiter. Bin ich. Oh, die können vielleicht nicht angreifen, ne? Ich weiß es nicht. Aber dann habe ich nur noch den Dude. Wie soll die Reise weitergehen? Er überlebt das, weil die nicht angreifen können. Aber wie soll die Reise weitergehen? Ich habe das wirklich gewonnen. Ich bin gespannt, was passiert, wenn ich draufgehe. Was ich da noch dann habe von meinem sauer verdienten, hart erkämpften Zeug. Aber nur diese Fragezeichen. Das kann halt einfach alles sein. Und guckt euch an. Wie lange das geht. Eine Oase. Ja, ja, geh mal rein, Oasenfreund. The loathing whispers. So, warte mal. Kann ich ihm irgendwas geben? Kampfgegenstand. Ach, das muss hier rein. Okay. Das heilt. Das kann ich im Kampf einsetzen. Das kann ich ihm geben. Günstigerer Kampf- und Gasthofgegenstand. Das gibt Kerzen, wenn ich es überlebe. Okay. Verliere ich aber auch meine ganzen coolen Items oder behalte ich wenigstens die? At least it should be. Unbekannt. Ich bin hier. Ich muss dann hier. Bollwerk des Vergessens. Riss des Vergessens. Kampf. Ich habe eh keine großen Optionen mehr. Komm, du schaffst das mit deinem einen Mann da unten. Yo, sicher. Ihr seid echt. Ihr seid witzig, Chat. Ihr seid echt. Mann, seid ihr lustig. Mann, seid ihr witzig. Klar schaffe ich das. Easy. Geschenkt. Schrein der Bestimmung. Ja, Kumpel, dann geh mal rein. In den Schrein der Bestimmung, mein Freund. Highwayman. Chapter 1. Freedom. Der Highwayman. Oh nee, jetzt was? A prison riot. A fleeting chance to escape incarceration. Alter, okay. Hab ich erstmal schön auf die Fresse gegeben. Boom. Alter. Bleib gefälligst liegen, Bruder. Uff, kritisch. Oh, warum teilen die aber auch alle kritisch aus? Das ist ja irre. Da, Stein. Und nochmal ein Ding in die Schnauze. Okay.
Okay, der ist auch weg. Ausgewichen. Ich kann leider hier keinen Stein werfen. Ja, kommen jetzt neue. Alarm. Okay, es kommen schon mal keine neuen Gegner. Ich dachte nämlich wirklich ganz kurz, der holt nochmal irgendwie einen kompletten Trupp. Ey, ich muss sagen, der Highwayman ist cool. Er macht wieder Alarm. Nimm das, du Mistkerl! He would be a fugitive. A hunted man. But a free one nonetheless. Okay, warte mal. Gib mir mal hier unseren Freund. Huh. Nehme ich mal mit. Jetzt, wo ich ganz vorne bin. Hab ja nur noch ihn. Oh Gott, was kommt da vorne? Was ist das? The loathing howls. Oh nein, jetzt gibt's hier noch einen dicken Fight. Wie soll ich das hinbekommen? Dismas, mein alter Kumpel, du wirst sterben. Bollwerk des Vergessenen. Was? Des Vergessenes? Alter, leck mich am Ärmel. Irgend so ein verrückter, geisteskranker Inzestengel. Nachtritual. Oh, ich werde sowas von drauf gehen, Alter. Ich werde so sterben. Die dürfen auch alle zuerst angreifen. Alter, nee. Nee, die werden auch noch um 6 geheilt. Was geht da für eine heftige, kranke Kacke ab? Da haben die auch noch alle irgendwie Defense. Wow. Ey, kannst du voll knicken. Was machen die beiden jetzt? Fusion? Ist Sterben der Weg zum Erfolg? Kritisch. Oh mein Gott. Stand fest, du bist der Beste! Dismas! Ihr dachtet wohl, ihr werdet mich los. Alter, er macht hier das Comeback seines Lebens. Was für ein crazy Mother F. Nur leider sind die alle ultra buff und haben voll die Buffs. Alter, The Fab. Wer ist denn The Fab? Dankeschön, The Fab. Wie soll ich das hinbekommen, Leute? Nicht in dieser Dimension. Ich habe noch hier so einen Schluck Tütenwein. Guckt euch das an, guckt euch das an. Ich habe den um 5 Punkte runtergeprügelt. The Fab. Wer auch immer den Namen erfunden hat, ist ein Genie. Every road must end. Grüße aus dem Dorf. Das war's. Ah, meine gute Truppe. Meine gute Truppe, Freunde. Das tat sehr, sehr weh. Das Einzige, was ich bekomme, sind Kerzen. Da liegt sie, meine Kutsche. Im Dreck. Into Oblivion's inky embrace. Altar der Hoffnung. Stadt der Lebenden, zeitloser Wald, trübes Licht. Was ist denn die Stadt der Lebenden? Ach, guck mal, hier kann ich die dann nochmal mit den Kerzen leveln. The more they have to hold on to, the harder they will fight. Was ist das denn hier? Zeitloser Wald.
Hier kannst du die Fähigkeiten freischalten, den Helden Erinnerungen zu schenken. Der Held behält die Erinnerung, solange er bei der Expedition Erfolg hat. In diesem Fall kann er bei der nächsten Expedition wieder eingesetzt werden und behält seine Ticks. Den Pfad kannst du beibehalten oder ändern. Interesting. Ist ja viel cleverer, das Spiel. Hearts and minds will carry the day. So, sehe ich irgendwo hier auch mein Inventar? Nee, ne? Was ist das denn hier? Küste der Kühnen. Hier kannst du dir Boni kaufen, die dir bei deiner jetzigen Reise und bei zukünftigen Expeditionen helfen werden. Außerdem kannst du Haustiere, Kutschendesigns und höllische Flammen freischalten. Was bringt denn ein Begleiter? Ich will 5 Kerzen. But perhaps it can calm. Ich habe einen verwaisten Welpen. Plus 5% Widerstand pro ausgerüsteten Gegenstand, Luxusgegenstand, 10% Chance auf positive Beziehungen. Stadt der Lebenden. Da waren wir eben drin. Wo ist sie denn hier? Kann ich Sachen verkaufen hier? Ah, das muss zu einem Gasthof zugestellt werden. These are beaten, broken souls. And yet our fortunes ride with them. Okay, warte mal, der ist richtig nice. Gut, aufbrechen. Once more into the maelstrom, in search of what hope yet remains. So, wie kriege ich jetzt aber wieder meine Truppe oder habe ich die jetzt automatisch? Ich bin gespannt, wir werden sehen. Der Gasthof der Verdammten. Ach, und jetzt komme ich wieder in Akt 1 rein. Ich muss so lange jetzt hier hustlen, bis ich Akt 1 gewonnen habe, quasi. Und dann komme ich in Akt 2 und so weiter und so fort und... Interminable faculty socials became something of a delight. Knowing we'd abscond to a quiet table and lose ourselves in riveting discussion and passionate debate. The crossroads. Wait by the lantern's light and welcome what help may come. So. Pride. More devastating than the horrors of 100 campaigns. Alright, die üblichen Verdächtigen. Das Tal. Forward now, into the crumbling chaos of the world. Kann ich jetzt eigentlich wieder Ausrüstung? Ne, das ist alles weg. Muss ich das mitnehmen? More harshly on the far side of the brook. The bulwark of your denial. Bam. Is giving way. Bam und rein. So, dann legen wir mal los. Nimm ein wenig Gift, mein Freund. Ja, seine Fähigkeit hat er natürlich auch nicht mehr, weil er gestorben ist, der Dude. Nice. Komm, stun ihn mal. Ah. Warum immer mein Kumpel hier? Was hat er euch getan? Was hat er euch getan? Putz! Putz! Er trifft natürlich. Er verseucht natürlich. Ah, Mist. Der blockt den. Aber am nächsten Mal ist er so oder so weg. Der ist weg.
kann er sich nicht selbst geben, ne? Schwelle des Todes, war mir so klar. Empowered, emboldened. Alles klar, nice. Gift hat den Job erledigt. Kein kritischer. Was denn auch sonst? Komm. Oh, was hat er noch? Zwei. Alter, 6 Damage. Nicht dein Ernst. Wie einfach nochmal 6 Damage drauf gezwiebelt hat, ne? In crisis, no gain is insignificant. Okay, wir haben 5 Meisterschaftspunkte bekommen. There is so much worse in store. Und da wären wir, die erste Zuflucht. Der Berg des Wahnsinns im Hintergrund. Böse. The fire is lit. The table is set. The inn awaits its favorite guests. Die strahlende Flamme erwartet dich jedes Mal im Gasthof im Tal. Sie ist eine große Hilfe. Die Flamme gewährt dir zahlreiche Boni, die dich dem Sieg einen Schritt näher bringen und wird mit jeder gescheiterten Expedition in Folge stärker. So, jetzt gehen wir erstmal wieder zur Meisterin. Ich muss sagen, ich finde Ziel anvisieren ist eigentlich doch eine überaus starke Fähigkeit, die man nicht unterschätzen sollte. Gefechtsmedizin ist eine überaus gute Fähigkeit, die man nicht unterschätzen sollte. Precious relics remind us of a time before the end. So, und die verkauft man. Oder was? Verwaister Wolfswelpe. A sound investment. In roads yet untraveled. Schmuckstücke, Meisterschaft, Relikte. Ach, das sind die Relikte. Okay, ich verstehe. Und das sind die Schmuckstücke. So funktioniert das. Mhm. Okay. Webstuhl. Luxusgegenstand. Vor jedem Ort Chance, Textilien zu erhalten. Aha. Aha. Plus 3 Inventarplätze. So, wir müssen wieder eine Route wählen. Ich gehe nochmal. Ich gehe nochmal in dieses verdammte Dickicht-Höllenloch. Das habe ich für eine andere Wahl. Resignation and death. This land is truly barren. Zeig mal, was der Gasthof noch so zu bieten hat. Wickel wären eigentlich auch geil, weil es heilt. Kostet 6. Brandsalbe. Spielkarten. Ich nehme mal noch die Wickel hier mit. Okay, let's go. Ja. Ja. Dann geht's wohl hinein wieder. In den Dickicht. Den will ich auf jeden Fall schaffen. Wie realistisch ist es, dass ich den Dickicht schaffe? Wie realistisch ist das? Wahrscheinlich nicht sehr realistisch, ne? War. Rewards only. Resignation. So, strahlende Flamme. Wie setze ich die da ein?
Kommt ihr da oben nicht rein? Geht das gar nicht? Eine helfende Hand, wenn alles verloren scheint. Wenn ich hier auf einen Helden gehe, dem kann ich jetzt zum Beispiel so ein... Kann ich hier so einen Gegenstand geben. Bums. Hat er jetzt hier diese Wickel. Aber ich dachte, das Ding kommt hier rein. Aber anscheinend nicht. So, schauen wir mal. Wir müssen jetzt erstmal hier durch und dann Helden schreien. Da bin ich ja mal gespannt. Wow. Okay, wir haben ein bisschen Cash bekommen. Gammel essen. Alright, let's go. Du gehst rein, Kumpel. Du bist irgendwie so mein absoluter Favorite. Chapter 2. Laying low. Untergetaucht. Harried by a pursuing garrison, he took refuge in the fetid canals of the city. Concealment took its toll, and soon he began to see himself in the furtive, scurrying pests that formed an unfortunate portion of his meager diet. Freedom, once so fondly imagined, had become a vortex of degradation. Adalas. Krass. Okay, Blutung. Jan ist 3D, dankeschön. Auf zum Heldenschreien. At least we know what's coming. Und der Feind kommt. Let's go. Ich bin gespannt. Eigentlich hat mich nur diese... Alter, was ist das denn? Die Kiste? Die Spielkiste des Teufels? Ich will haben, dass du weg bist, Kumpel. Du bist jetzt schon nervig. Eigentlich hat mich nur... dieses Insektennest da richtig auseinandergenommen. Das war so heftig böse. Davon haben wir uns einfach nicht erholt, ne? Gifthauch. Let us hope to finish this quickly. Zubeißen. Komm schon, komm schon, komm schon. Beim nächsten Gift ist aber weg, oder? Ja. Gib dem mal hier noch einen mit. Bitteschön. Lassen wir es doch erst gar nicht so weit kommen, dass dein Leben schwierig wird. Wir alle nochmal auf ihn gehen. Eigentlich würde ich 14 Damage machen. Aber ich habe natürlich wieder so einen Debuff. Egal. Egal, wir haben es ganz gut gelöst. Cut down these nightmares and blaze the trail to your redemption. Okay, das war gar nicht so schlecht. Heldenziel abgeschlossen. Schrein der Besinnung. Schlagfertig. Und eine spitze Zunge waren auf dem Schlachtfeld bedeutungslos. Einem alten Fuchs bringt man keine neuen Tricks mehr bei. Die Tradition führte uns zueinander oder vielmehr zum Geld des jeweils anderen. Komm, sie geht mal rein. Leben im Luxus. Chapter 1. Luxury's Lap. Born into money and married into more, she spent her days on horseback and her evenings in the ballroom.
She was the object of her husband's boorish lust and drunken temper, placating his worst tendencies with a veneer of gracious deference, all the while indulging murderous fantasies of freedom and the fortune that would soon be hers. All right. Aha. Damit kann ich einen Leichnam entfernen. Interesting. Audrey. Aber dafür muss ich halt auch was nehmen, ne? Nehm's mal mit rein. Oh nein! Was haben wir verloren? Fiolen, Proben. Klingt nicht gut. Aber hier gibt es noch Quests, die man machen kann. Alter, kann ich die Höhle auch ignorieren? Ich will da nicht rein. Die Höhle betreten. Nein, kann ich nicht. Oh Gott, wir alle wissen, wie schlimm die ist. Oh. Trübes Licht. Er sagt gehen, ich sag auch gehen. Ich sag gehen, Leute, das ist zu wild. Die Höhle wird uns so zerreißen. Wie kann ich das jetzt... Naja, da kann ich... Ich dachte irgendwie, das könnte ich... Das könnte ich vielleicht da irgendwie reinschieben, aber anscheinend nicht. So, wo geht's als nächstes hin? Die Feste des Generals. Das sieht ja noch schlimmer aus als davor. Einhörnchen, Dankeschön. Das sieht ja noch schlimmer aus. Und da kannst du dich nicht drücken. Oh mein Gott, da gibt's drei Runden. Alter, und die gehen direkt in so eine Defense-Formation. Oh, lecko mio. Ja, das habe ich für eine andere Wahl, als erstmal austeilen und debuffen. So, machen wir erstmal das hier. Alter, der Trommler. Feinde müssen, wenn möglich, dieses Ziel angreifen. Erstmal Widerstand gemacht. 9 Schaden. Oioioi. Und die hauen hier auch noch irgendwelche superschweren Angriffe auf ihn drauf. Als ob. Und das ist erst Runde 1. Du-dum-dum-dum. Oh, ich muss diesen Trommler da hinten loswerden. Alter, ich mache einen super fetten Combo-Crit und er kriegt nichts an Schaden. Er ist geheilt. Das ist doch die Hölle auf Erden. Der Trommler muss sterben und er macht auch noch Widerstehen. Marschbefehl. Jetzt werden auch alle noch stärker. Oh mein Gott. Ey, wow. Wow. Alter, hauen die raus. Alter, hauen die raus. Ey, dieser Trommler ist das ultimative Biest. Jetzt müssen alle wieder ihn angreifen. Hier, schlabber mal einen Trank. Schlabber mal einen kleinen Absinth. Nee, und der stirbt noch nicht mal? Das... Oh mein Gott, das ist die erste Welle. Er hat noch Gift drauf. Kriegst den Trommler nicht los. Und die machen einen Mörder-Damage, die Jungs. Ja.
Und halten auch noch richtig gut was aus, ne? Oh, Schwelle des Todes. Jeder ist hier auf der Schwelle des Todes. Bitteschön. Und der kassiert. Ja, der ist weg. Der ist auch weg. Er bufft sich immer weiter auf. Das ist sehr nett. Gut, das habe ich schon groß für Optionen, ne? Der wird mir so das Leben zur Hölle machen. Ja, ich kann erstmal nur dem hier geben. Schwelle des Todes. Mach ihn weg. Dankeschön. Was? Der begeht einfach Selbstmord? Okay, das muss man sich merken. Ja, gut. Da kommen wir nicht weiter. Übel. Wir gehen zur Oase. Brace up. There is danger on this path. Wow, 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 da rappelt's. Is this you, Coach Limping? Be prudent. Mein Licht wird immer schwächer. Aber die Crew ist relativ frisch. Bin mal gespannt, wie weit wir hier kommen. Eine Oase. Feldsanitäter. Ja, wenn, dann würde ich das hier nehmen. The loathing whispers. Aber was bringt's, ne? Ist immer noch Dämmerlicht. Lass mich einfach am Straßenrand raus. Oh Gott. Was war das jetzt? War das ein Hinterhalt? Quickly, repair the damage and be off. Oh Gott. Alter, Feuerschlund. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Ach, und er muss reparieren, oder was? Weil die Kutsche kaputt ist. Hetz mich nicht. Ey, das Spiel ist ja purer Stress. Der Frontmörser ist auch so eine... Stumbling and stupefied. Oh nein, das gefällt mir nicht. Die ganzen etwas schwächeren wegholen. Okay, okay, ich blute auch noch. Nice. Jetzt muss sie reparieren. 7 Damage. Wow.
Wow, auch noch eine Combo. Ah, come on. Jetzt bin ich direkt an der Schwelle des Todes oder gehe ich direkt drauf? Wird widerstanden, aber trotzdem. This wound at least has been tended to. Und wieder Feuer. Alter, der da hinten, der Schütze. Ich hol immer wieder. Ich hol immer wieder nach vorne. Gib ihm mal Gift. Das muss er reparieren. Er wird bluten, ja. Nice. Nice, nice, nice. Ja, der ist schon mal weg. Auch weg. Das ist doch mal ganz ordentlich. Der ist auch weg. Sie ist wieder komplett frisch. Er repariert. Warte. Lass mal ihn hier noch frisch machen. Und... Kabooms! A steady subtraction, an invariable result. Alter, komm mal, 11? Und heimtückisch nochmal hinterher. Aber jetzt kriegen wir den. Nice. Okay, die Kutsche ist wieder frisch. Plus 1 Panzerung. Okay, aber warum fährt der aber auch da systematisch rein? Jetzt hör mal auf, Schlangenlinien zu fahren, Kumpel. Heldenziel abgeschlossen. So, wo bin ich jetzt? Oh, ich vertraue dir. Es wäre unser Tod gewesen, das definitiv. Da zweifle ich nicht dran. Da ist der Gasthof. Was sagt unsere Finsternis? Wir sind sowas von am Po. Das ist aber schön. Okay, den müssen wir uns stellen. Da haben wir gar keine andere Wahl. Altar der Leugnung. Ich glaube, der muss unbedingt weg. Der bufft hier alles hoch. Gib ihm mal hier einen mit. Das ist 20. Das ist auch gar nicht mal so schwach, das Vieh. Nochmal Gift drauf. Nachtritual. Oh, der könnte weg sein. Nachtritual. Bitte Gift. Dankeschön. Was kann der? Todesstoß, nice. Ich würde sagen, wir kümmern uns da hinten um den nächsten da. Der sieht mir auch irgendwie unangenehm aus. Weg ist weg. Der dürfte auch beim nächsten Mal RIP sein. Oh, und Blut. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los.
This wound, at least, has been tended to. Zum Glück habe ich ein paar Verbände mitgenommen, ha? Huh? Measure out your violence and apply it judiciously. Okay, der macht wieder sein Nachtritual. Ich will ihn einfach tot sehen. Ich will ihm erst gar nicht die Chance geben, dass er sich da irgendwie nochmal raus... Klar. Hold fast. For who Klar. Knows what lurks in the beyond. Psst, hey. Nervenzusammenbruch auch noch. Mein Gott, warum will dieses Spiel unbedingt, dass ich Nervenzusammenbruch bekomme? Was hat das Spiel für ein verdammtes Problem mit mir? One less obstacle in our path. Leute, was soll ich denn zu den Gewinnspielen noch sagen? Ich hab's tausendmal gesagt, dass niemand angeschrieben wird. Ich kann nicht es noch öfters sagen. Und selbst wenn wir keine Gewinnspiele wie zum Beispiel zu Dead Island 2 veranstalten, werde ich trotzdem genervt, ob die Leute gewonnen haben. Ich sag's immer wieder, reagiert auf niemanden. Ich gebe euch, wenn ihr gewonnen habt, einfach nur einen Key. Mehr ist es nicht. Ihr bekommt einen Key über Discord. Ich verlange keine Adressen, ich verlange keine Daten, ich verlange kein Geld. Wie oft denn noch... Entschuldigung, dass ich jetzt mittlerweile angepisst bin, aber wie blöd ist man, wenn ich Nachrichten bekomme von Menschen, die sagen, hey Kies, ich habe dir gestern die 75 Euro Teilnahmegebühr überwiesen. Für was, Alter? Es ist ein Key, der vielleicht 35 Euro wert ist. Also, sorry, nee, ich weiß nicht, was ich euch noch raten soll. Ja, anscheinend braucht man Internetführerschein oder sowas. Das will auch gar nicht jetzt unverschämt sein von mir, sondern es ist einfach irgendwie so ein Fakt. Sobald ihr Daten rausgeben müsst, lasst es einfach. Ja? Gebt keine Daten im Internet raus. Das ist Internet 1x1. Und zahlt um Himmels Willen auch kein Geld. Und auch nicht über solche dubiosen Sachen wie Paysafe-Cards. Ich werde nie zu euch hingehen und sagen, naja, aber da muss mir erstmal eine Amazon-Karte im Wert von 75 Euro geben. So läuft das 100.000-prozentig nicht ab. Und ich habe es halt wirklich schon in Infovideos gesagt, in Instagram-Posts gesagt, vor Let's Plays gesagt, mehr informieren kann ich nicht. Ja? Und diese Bots gewinnen überall. Überall. Jetzt machen sie es nicht mehr über Telegram, sondern über Discord. Rest now for a time. Oh, jetzt haben die auch noch alle irgendwelche Ticks und so. Okay, ich muss erstmal eine Route wählen. Everywhere in ruin. Everywhere in need. Was ist das hier? Ach, die nächste Route? Kommen die angepimmelt an oder was? Oh Gott, das ist ja die Hölle. Lass mal hier... zur Meisterin gehen. Learn what can be taught, that you may stand just a little taller at the end. Das will ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich hol das hier mal raus dann gleich. Aber kann ich nicht hier auf meine Truppe? Na, ich verbessere das auch mal direkt. So, das verbessere ich auch. The next stop is leagues Ach, das muss hier rein. Plan accordingly. Ja, komm, gib. Jetzt verstehe ich das. Das können wir in den Gasthof reinmachen. But fairly priced. Das ist auch irgendwie ganz nice. Anything that lets us travel further is worth the cost.
Kutscher. Trophäen. Ist das eine Trophäe? Nee. Was ist das denn hier? Unvergessliches Accessoire. Befleckter Gegenstand. Erschließt das Potenzial von Kultisten. Aha. Was nehme ich denn hier noch mit? Gasthofgegenstand. Warte mal, jetzt muss ich die auch hier... Aber die heilen sich jetzt nochmal ein bisschen, ne? Ich könnte jetzt die Expedition beenden. Gott, die sind ja alle super niedergeschlagen. Bitteschön. Ja, die Gosse. Kenne ich nur zu gut. Beziehungen. Okay, was ist das jetzt? Beim Rasten in einem Gasthof besteht eine Chance, dass sich Beziehungen zwischen den Helden ausprägen. Diese können negativ oder positiv sein. Die Chance, dass dies geschieht, hängt von der Affinität zwischen den Helden ab. Ich glaube, die beiden könnten Freunde werden. Aspiration unites the hopeful. Nice. Ich glaube, die beiden könnten auch Freunde werden. Nein! Da habe ich mich geirrt. Each covets what the other has and plots to take it. Ach, das muss ich machen. Ich habe keine andere Wahl. Narrowed eyes, muttered threats. Okay, alle hassen sich. Cool. All trust is lost. Cool, ich habe nur eigentlich Kacke gezogen bis auf das hier. Nice. Ich sag ja, das Spiel, das Dorf brennt. That's my life. Behold, the great cities. Okay, die sind alle noch angeschlagen. Alter, wie. And a flame. Hilfe suchen oder Helden schreien. Wie asozial ist das? Ich muss das wirklich alles in einem Zug packen, ne? Das ist ja abartig. Das ist ja richtig, richtig abartig. Oh nein, und auch noch fiese, buffe Gegner. Und der weicht erstmal aus, der Köter. Weil er einen netten kleinen Buff hat. Ach komm, und die haben wieder einen Buff? Okay, die Hunde hasse ich jetzt schon. Ich hasse jetzt schon die Hunde. Alter. Das wird so unangenehm, Freunde. Oh, der überlebt mit zwei. Was habe ich für eine andere Wahl? Ich muss ihm den Todesstoß geben. Den da hinten irgendwie wegshooten. Boah. Und Nervenzusammenbruch, klar. What? Oh mein Gott, wie asozial sind diese Hunde? Alter, wie asozial sind diese Hunde? Okay, er beschützt den jetzt. H
Hau den jetzt bitte kaputt. Oh nein, oh was? Ey, das ist abartig. Ich glaub das nicht. Yo, und ich habe jetzt noch Bluten. Ich habe gerade das Dorf verlassen und bin quasi schon tot. Alter, dagegen ist ja Darkest Dungeon 1 ein Spaziergang. This wound at least has been tended to. Oh yes. Neun. Leco mio, was auch für wahnsinnige Schadensdinger sind, ne? Alter. Alter. Mal ein bisschen vorziehen. Aber wir kriegen den ja nicht kaputt, weil wir nur halben Schaden machen. Knock den mal. Natürlich, natürlich brechen hier nur Nerven. Was ist, wenn ich jetzt die Expedition beenden würde? Das geht doch auch irgendwie, ne? Es geht nicht. Desperate and wanting. Will you rebuff their earnest pleas? Let's go. In crisis, no gain is insignificant. Nach einem Gasthofgegenstand bekommen. Arme Schweine, ja, und denk mal an uns. Boah, ich glaube, ich will irgendwie da nicht rein, weil das raubt mir Panzerung minus 1. Das gibt mir Rat. Ich habe gerade ein bisschen Panzerung. Porter. Abscheu. Ey, das ist ja mal... Alter, wie lang ist denn diese Expedition? Die ist ja gigantisch. Die ist ja gigantisch. Ich gehe nochmal... Ich glaube, ich gehe nochmal zu den Hilfesuchenden. Ich traue mich nochmal rüber zu den Hilfesuchenden. Und auf mich wartet ein Kampf. Und da habe ich einen Kampf. Und ich werde vernichtet. Heilung wäre gut, aber ich muss irgendwie auch Gift. Ich brauche Gift. Malaise. Measured and steady. So, der ist tot. Auch nochmal Gift. Strength dwindles. Let us hope to finish this quickly. So. Oh yes, auch mal ein bisschen Glück im Leben. Mit den Buff. Jo, der Kunde ist tot. Nice. Let's heal my friend. Und bitte brich nicht zusammen. Bitte sei doch einmal cool, Bruder. Oh mein Gott, ist der wieder angehittet. Das gibt es nicht.
Das gibt es nicht. Inexorable. Der ist definitiv tot. Wen heilt man da, ne? Wen heilt man da? Todesstoß. Es gibt ihm nochmal hier ein bisschen was. Gott sei Dank habe ich den geheilt. Gott sei Dank habe ich den geheilt, Leute. Die Truppe ist trotzdem ganz schön angeschwängelt. The past is gone. Let it die. Und der Weg ist noch so unendlich weit. Warte mal, ich wollte mal das hier rausnehmen, das hier reinnehmen. Gut. Okay, der Typ hat sich da hinten ein bisschen geheilt. So, das ist wieder die nächste Zuflucht. Okay, der will sie einfach nur zurücklassen. Ganz schön arschig, muss man sagen. Ganz schön arschig unterwegs. Aber ich zeige mal wieder Güte. Oh. Was ist das hier oben? Das wird was Hässliches, ne? Nein, das ist ein Händler. Der Horter ist ein Händler. Das wird nichts Hässliches. Ich kann das nur wegwerfen, aber nicht verkaufen. Interessant. So, haben wir hier mal ein bisschen Ausrüstung. Ich habe eh keinen. Rattenschädel. Ich habe eh gar nichts eigentlich anzubieten. Zumindest nichts Gescheites. Aber hey, wenigstens wurde ich nicht zusammengeschlagen. Von daher muss man sich ja fast schon freuen. Ein elementary problem. Is it not? So, gehen wir hier lang. Gehen wir einfach mal hier lang, denn ich wurde nicht zusammengeschlagen. Darüber bin ich fast glücklich. Komm schon, blute! Malaise. Measured and steady. Komm schon, sei verseucht! Heile! Comes rarely in these times. Savor it. Sechs Damage. Drei Damage. Oh, Combo. Hier ein bisschen Gift drauf. 8 ist weg. Dem gebe ich Heilung. Boah, das stapelt sich jetzt. Ein kleines Quellwasser.
another impediment cleared with impunity. Eine kleine Bandage. Sie ist voll geheilt. Das würde mir nichts bringen. Geben wir erstmal das hier. Komm schon. Der müsste eigentlich sterben, ja. Heilt er sich nochmal selbst hier. Luftverbot, guten Abend. Gut aufgeräumt, gut aufgeräumt. Die Truppe wird langsam, aber sicher doch irgendwie besser, ne? Langsam, aber sicher lohnt es sich eigentlich hier durch die brennenden Sachen zu fahren. Weil ich habe ja da schon mal hier und da was rausgezogen. Oder sollte man dem besser immer aus dem Weg gehen? Dass man sagt, ey, fahr da ja nicht rein. So, die beiden wollen rein. Dann gehst du. In this world, wealth is worthless without purpose. Heldenziel abgeschlossen. The road ahead is washed out and strewn with rocks. Und wie ich das Spiel finde, genial. Aber ich weiß, es ist für die meisten Leute nichts. Die meisten Leute können mit so Spielen nichts anfangen. Das ist halt so typisch wieder auch meiner Community geschuldet, weil meine Community eher so auf Spiele wie Dead Island, Bock hat, Zombies und Pimmel, ne? Der schnelle Witz, der schnelle Spaß, alles was so ein bisschen an Strategie, Mitdenken und so geht, ist halt für die meisten einfach leider nichts, ne? Damit können die meisten leider nichts anfangen. Dazu habe ich einfach die falsche Community. Ich nehme nochmal so Gegengift mit. Am besten sogar zwei. Entfernt alle Leichname. Ist eigentlich auch, kann eigentlich auch super nützlich sein. Gasthofgegenstand. Das nehme ich auch mal mit. Okay, jeder kann so einen Kampfgegenstand dabei haben. Das ist eigentlich schon ganz nice. Das ist eigentlich auch gar nicht mal so kacke, das Ding. Da würde er 15% mehr Heilung machen. The loathing festers. Lazarett. Ich, Helden schreien wir auch super, aber ich gehe ins Lazarett. Ich will durchkommen. Ich will meine Truppe irgendwie durch das Ding hier durchkarren. 48. Ab ins Lazarett. Okay, wie funktioniert das Lazarett? Das Lazarett bietet dir die einzige Möglichkeit, Krankheiten zu heilen, negative Ticks zu entfernen oder positive Ticks zu verstärken. Also zu sperren, damit sie erhalten bleiben. Pro Held kann immer nur ein Tick verstärkt werden, also wähle mit Bedacht. Aha. Aber der hat keinen Tick, ne? Therapien. Triage. Sehschwäche. Und den kann ich jetzt behandeln. Aha. Gasthofgegenstand. Auch nochmal ein Gasthofgegenstand. Ach, die sind alle geheilt. Okay, das ist cool. Aha, Spielerin. Okay, was hat er hier? Okay, tiefsitzender Hass auf Musik. Feldsanitäter ist eigentlich ziemlich nice. We must preserve what is best in us. Den habe ich jetzt mal gelockt. Das würde ich gerne entfernen, weil das ist schon ziemlich übel.
Even the worst habits can be overcome. Dann habe ich kein Geld mehr. Also, was ist jetzt? Wir haben hier schon einige Experten noch bestimmt im Chat. Soll man die Dinger da überfahren? Jetzt habe ich auch wieder Goodies rausgezogen. Ist immer schwer zu sagen. Drüber fahren oder lieber komplett aus dem Weg gehen? Alright. Gift! Oh, das sind Brocken. Gift! Oh. Alter, das ist fies. Das ist fies. Er macht erstmal Waffen. Well done. The enemy weakens and wanes. Nochmal drauf, komm. 12. Measured and steady. Den hinterher. Hängt erstmal wieder da hinten. Yes. Bitte, 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 widerstehe, mein Freund. Widerstehe. Boah, 13 Damage. Zwiebelt er erstmal hier raus. Der Assi. Okay, beim nächsten Mal ist er sowas von weg. Ich hoffe es zumindest. Widerstehe, mein Freund. Widerstehe der Sünde. Alter! Achso, der hat getankt. Ich dachte, ich hätte den eben gerade gekrittet. Leider nein. Ah, der ist weg. Dann sind wir eigentlich relativ gut rausgekommen. Dann sind wir eigentlich relativ gut rausgekommen. Scavenge what you can. Oh. And be off once more. Also man verliert nichts, wenn man über die brennenden Sachen fährt. Es ist nicht so, dass deine Kutsche dadurch irgendwie auseinanderbricht. Das ist natürlich mal gut zu wissen. Weil ich war irgendwie nicht so sicher, was genau ich davon halten soll. Lazarett, here we go again. Alles sind... Max Villa 8. Ah, 4 gebe ich aus, aber mehr habe ich nicht. Aber man kann Items auch nicht verkaufen, oder habe ich da irgendwas übersehen? Also wenn ich jetzt in einem Gasthof bin oder bei einem Händler bin, kann ich meine Items nicht abstoßen. Die ich nicht benötige, oder... The loading consumes. Beichtboss hat jetzt 10% mehr Leben. Maximale Abscheu. Oh Gott. Okay, ich brauche unbedingt hier... Ich brauche unbedingt Fackeln. So, was das hier drüben ist, Panzerung, die ich jetzt verlieren werde. Our protection has been stripped to its last. Und jetzt dippe ich hinein in das Bollwerk der Kultisten. Da komme ich nicht drum herum, ne? Da muss ich rein. Da muss ich rein, da kann ich nicht dran vorbeifahren. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.
Irgendwie will ich dieses kleine Ding da hinten zuerst töten. Ich habe so das Gefühl, der macht mir das Leben schwer. Ja, er bufft wieder alle. Oh, der kriegt auch noch Heilung. Oi, 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 no! Oh Mann, warum? Warum, Freunde? Das sind keine guten Sachen. Bravo! Naja, wenigstens hat er schon mal hier fies Gift. Oi, 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 oi. Den muss ich irgendwie nach vorne jetzt wieder buxieren. So, ist er erstmal wieder vorne. A brilliant conclusion. Sie blutet erstmal. Nochmal Gift drauf. Alles drauf auf die Alte. Nice. Boah, der ist fies, ne? Und der eine kriegt jetzt wahrscheinlich wieder einen Nervenzusammenbruch. Warum kann denn nicht irgendwas mal gut laufen? Warum kann denn nicht irgendwas mal gut laufen? Oi, 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 oi. Mistimed. Misdirected. Na, come on. Ich will die Bandage einsetzen. Hau weg. A simple variable. Easily resolved. Jetzt wieder ein bisschen fresher. Jetzt kann er sich nicht mehr heilen. Gut. Er bricht auch wahrscheinlich zusammen. Die Nerven liegen blank. Klar. Fantastisch. So, mineralisiere dich mal, mein Freund. 11 Damage, nicht schlecht. Ich habe keine andere Wahl, ich muss mich heilen. Gib ihm Gift. Was hat er hier? Brand und Gift? Komm, einmal kein Nervenzusammenbruch. Einmal bitte keinen Nervenzusammenbruch. Keinen kompletten zumindest. Heilen Sie mal da hinten. Gib ihm mal noch die Medizin. Boah, 11 Schaden ist nice. Vielleicht ist er jetzt beim nächsten Mal Gift kriegen dann tot. Schwelle des Todes. Er kniet. Nochmal eine Heilung. Oh nein, oh nein, oh nein. Incremental, but deadly all the same. Sie ist zwar mehr angeschlagen, aber sie könnte noch, wenn er jetzt überleben sollte, nee. Hätte ich da nochmal eine Leiche zerhackt. Boah. Boah, damit könnte ich hier da vorne noch tankiger machen. Alright. Truppe. Wir müssen jetzt eigentlich ins Dörfchen kommen, oder? Respite within reach. Und kriege ich noch irgendwas Schönes hier? Also immer durch die Häufchen durchballern. Das ist schon mal gut zu wissen. Ey, nicht schlecht. Wir haben jetzt wirklich zwei hintereinander gerödelt. Hätte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Where a little light still gathers.
Oh, wir haben super viele Ticks mitgebracht. Learn what can be taught, that you may stand just a little taller at the end. Man kann die nicht noch mal verbessern, die Sachen, ne? Echt schade irgendwie. Echt schade. Planning and mindfulness, as vital to survival as sharpened steel. 32. Spend what you can, or wealth no longer has meaning. If indeed it ever did. Ach, jetzt geht's schon zum Berg, oder was? The inevitable end of your journey awaits you. Das schaffe ich niemals. Das schaffe ich niemals. Ich wünschte, ich könnte ein paar Gegenstände verchecken. Ich wünschte, ich hätte die Möglichkeit. Gut, was habe ich für eine andere Wahl? Oh, ich kann noch eine Kutschenreparatur mir leisten. Aha. The plating is patched. The coach stands ready once more. Gut. Let's go. Was habe ich für eine andere Wahl? Knight. Covets what the other has and plots to take it. Warum habe ich nie irgendwas Gutes, ne? Warum hassen sich in meiner Gang immer alle? Ohne Witz, bei mir ist nur Hass. Wenn ich durch die Gegend fahre, ist alles voll mit Hass. At last the great ziggurat, temple of failure and regret. Bei mir ist alles nur Hass. Und wie ist die Karte jetzt zum Berg? Aber man geht jetzt straight zum Berg und wird wahrscheinlich jetzt verprügelt. Alright. Da gibt es also keinen Zwischenstopp mehr. Man geht hin, bekommt auf die Fresse und Ende. Na, das kann ja was werden. Reality comes asunder before our eyes. Okay, Kumpel, du bist unser Chef. Geh rein. Okay, let's go. Mann, 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 Mann. Der Gegner, der bufft sich direkt hier hoch. Es gibt Heal und alles. Natürlich Schild. Oh, der wird direkt draufgewämst. Doppelgift. Edel, edel, edel. Kann man machen, ne? Kann man machen. Schöner Crit. Ach komm. A brilliant conclusion. Der ist schon so fies angehittet. Ich glaube, der Kleine da hinten ist richtig fies. Da, nimm mal ein bisschen Gift mit, Bruder. Oder auch nicht. Lass es sein. Kein Gift für dich. Mach den hier mal fresh. Und puste hier mal ein bisschen Gift drauf. Ach, Damage. Yes. Das ist genau das, was ich wollte.
Boah, kann der verteilen. Alter, und kann der buffen. Der Drecksack da hinten. Okay, Gift macht jetzt schon 12. Komm schon, komm schon, komm schon. Gift, Gift, Gift. Measured and steady. Yes, Kritz. Heilt sich zwar wieder mit 12, aber trotzdem. Unser Gift haut gut gegen. Sagen wir es mal so. Warum kann ich das hier auf ihn nicht drauffetzen? Oh nein, er hat Tarnung. Ey, Tarnung ist so unglaublich asozial, ne? Und ich hab nochmal Bluten. Gib ihm mit. Heil dich. Kann ich auch nichts machen. Dann buffen wir uns mal hier. Wams. Trifft alles nicht gegen ihn. Richtig, richtig ätzend. Okay, er muss nach vorne rücken. Anbetung. Er heilt ihn schon wieder. Ist ja Wahnsinn. Wie lange hält denn die Tarnung noch? Tja, lang genug, hä? Huh? Gut, machen wir hier Vorsorge. Ärztliche Vorsorgeuntersuchung. Und jetzt der hier schon mal weg. Aber der halt nochmal hier. Yes, nice. So, wir können wieder angreifen. Und ich würde sagen, er weicht aus. Aber das Gift kriegt er auf jeden Fall rein. Das Gift kriegt er rein, auch wenn er hier Rüstung hat. Auch wenn die Rüstung echt einen guten Job macht. Anxiety formants insidious fears. Yes. Jetzt noch ein fieser Hit, komm. Alter, komm schon. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Finish den doch jetzt endlich. The unrelenting application of violence yields morbid gains. Mies, Alter, mies. Wie du halt hier schon ordentlich auf die Mütze bekommst. Halt er sich hier unten nochmal? The Nightmare Gate is revealed. Beyond, only infernal nihility and non-existence. Okay, die erste Beichte kommt, ne? The mind must be freed of its self-imposed incarceration. Uiuiuiuiui, ach, come on. Na, come on, der darf ja voll durchmachen, der Dude. So, Nahkampf ist höchst illegal. Geht Gift bei denen? Ich weiß es nicht. I don't know. Okay, man kann sie vergiften. Aber sie haben übelst viel Leben und sie fetzen voll rein. Alter, kriegst du hier auf die Fresse. Ist ja Wahnsinn. Nee, ich mach den Buff. Was ist das hier überhaupt? Ein riesiges Gehirn. Gedankengefängnis. Komm schon, blute für mich, Baby. Guck mal, wie viele Angriffe kann er machen und wie wenige wir machen können. Er buttert hier raus und buttert hier raus. Yo, Schwelle des Todes, 17 Damage. Ach, komm schon. Komme ich auch irgendwann mal dazu, meinen Leuten zu helfen?
Ist ja unglaublich krass, wie viel Damage die machen. Dankeschön. Und die haut wieder direkt drauf. Und er haut wieder auf alle drauf. Oh nein, heilen ist jetzt verboten. Und natürlich geht man voll auf meinen Heiler. Alter, hier muss man echt... Hier muss man defenden, ne? Gift hochhalten. 9 Damage schon wieder. Und noch Gift. Oh, 8. Ey, jetzt geht's aber auch hier wirklich rund. Mit meinem Team wird der Boden aufgewischt. Ey, wie willst du das packen? Wie willst du das denn bitte schön packen? Ich bin froh, wenn ich eins loswerde. Und Schwelle des Todes. Selbstheilung. Jetzt dürfen wieder alle angreifen. Das ist so bitter. Ich will gar nicht wissen, wie lange die hier an der Schwelle des Todes hängen bleiben. Ey, ich brauche unbedingt mehr Heal-Zeug. Okay, der ist schon mal weg. Einer ist weg. Boah, come on! Oh oh, oh oh, oh oh. Schusswaffen sind verboten. Cool. Absolut cool. Gott sei Dank habe ich das gemacht, ne? Boah. Er ist wieder an der Schwelle des Todes. Ich rette ihn. Gib ihm. 65 halten die aus. Wahnsinn. Schwelle des Todes. Und was wird jetzt wieder verweigert? Alter, wie willst du das hinbekommen? Der muss auf jeden Fall mehr Tanky machen hier. Wieder reingefetzt, sie weicht aus, aber er ist schon wieder fast tot. Und er bricht eh zusammen. Nervenzusammenbruch, was denn auch sonst? Was denn auch sonst? Ich hab nichts anderes erwartet. Ah, Mist. Hätte ja sein können. Und sie macht nochmal Respekt. Und er macht wieder hier die Verweigerung. Ich muss drauf. Aber ich mache zu wenig Damage. Steady yourself. And now, the greatest. Der erste ist tot. Of all. Es ist zu krass. Es ist einfach viel, viel, viel zu krass. Collaboration confers advantage. Ja, jetzt hauen sie der eine rein. Obwohl, die schafft das gerade noch so, aber ich muss jetzt einen Heal machen. So, Bams. Geh auf den ruhig drauf. Nicht auf den. Das ist nicht cool. 14, nice. Komm, noch einen schönen saftigen. Schwelle des Todes. Hier da hinten versucht es aber auch wirklich mit allen Mitteln. Und er hat einen Nervenzusammenbruch. Ich habe auch da nichts anderes erwartet. Der nächste ist weg. Fight through the fatigue. Was machen wir jetzt? Das Ding da hinten ist auch wieder richtig fies.
Ausgewichen. Haste and verfehlt, nice. All marks of the unprepared. Todesstoß. Alle drehen ein bisschen durch. Jetzt, oh, wenn die doch nur mal ein bisschen Eier bewahren würden. Tja, was habe ich jetzt noch zu bieten? Nochmal einen kleinen Heal. Boah. Die hauen aber auch rein mit allem, was sie haben, ne? Dazu machen wir halt irgendwie keinen Damage. Todesstoß, nice. Not all who seek redemption will find it. Standfest. Audrey. Sie reißt sich hier nochmal zusammen, oder was? Och nein, wieder alle Schusswaffen werden verweigert. Fünf Damage. Gift, komm schon, komm schon, komm schon. Widerstanden. Ausgewichen. Ausgewichen. Gutes Mädchen. Alter, wenn Audrey das hinbekommt. Ey, wie... Oh, oh mein Gott. Ja, so viel zum Thema. Ich hab noch Hoffnung. Da hat man mir die Hoffnung gerade direkt durch die Nase gezogen. Todesschwelle. Ah, Mann. Ey, wie die auch immer wieder angreifen dürfen, ne? Aber Audrey gibt nicht auf. Audrey ist eine Kämpferin, durch und durch. Todesschwelle. Jetzt darf ihr wieder angreifen. Todesstoß. Ich hab's versucht. Ich hab's absolut wirklich versucht. Aber das Gehirn hat gewonnen. Each milestone makes the next road just a little easier. Ja, wenigstens bekommen wir hier ordentlich Kerzen. Gefallene Helden geehrt, keine. Tja, das war ein stabiler Run. Now into Oblivion's inky embrace. Das war wirklich ein stabiler Run. Aber er war nicht stabil genug. These are beaten, broken souls. And yet our fortunes ride with them. Die fand ich damals immer extrem stark. Vestal. Die war eine verdammt gute Heilerin. A little more light, a little more strength. Die war echt richtig strong. Sie ist eigentlich auch richtig gut. Sollen wir den Pestdoktor rauswerfen? Die Heilerin reinschleudern. Die Barbarin ist auch nicht schlecht. Aufsätziger. Hoher Schaden. Robust. Kopfgeldjäger. Was holt man sich hier am besten? The more they have to hold on to, the harder they will fight. Und auch hier vielleicht zwei Kerzen reinpushen. A drop of sanity in a sea of madness. Ist nicht schlecht. A welcome advancement in the science of survival. Look to those who have known fear and failure in ample portion. Aber wenn ich diese Fähigkeiten hier auswähle, ne?
Ich kann sie ja nicht deaktivieren, weil hier. Pfad Schurke. Aus nächster Nähe. So macht man das. Fähigkeiten, Schuss aus nächster Nähe. Position 1 macht dann mehr Damage. Das ergibt irgendwie so für mich keinen Sinn, den da vorne zu haben. Was haben wir hier? Beugt euch und lasst euch läutern. Flexible, positionierbar und spezialisiert sich auf die Entfernung von Schwächungen und Token. Zu Beginn erhöht Chance auf Schwächung. Betroffene Fähigkeit, Hand des Lichtes. Widerstand. Okay, der scheint auch ganz cool zu sein. Position hinten. Die hat eigentlich Mittelfeld, ne? Und die ist vorne. Die kann halt viel mit Bluten und sowas machen. Dann haben wir noch den Okkultist. Position hinten. Ist auch ein Heiler. Die hier war auch im ersten ziemlich geil, die Barbarin. Hoher Schaden. Die macht halt richtig Damage. Der Waffenknecht war eigentlich auch ziemlich geil immer. A little more light, a little more strength. Ist auch nicht schlecht. The true splendor of a world. Those who live within it. Ah, der hat aber auch viele geile Fähigkeiten. Ich pump den jetzt mal richtig voll, meinen Waffenknecht. Mal sehen, was dabei rumkommt. So. Humility fortifies the hand and the heart. Behind his unwavering shield, the peasant militia will rally. Wir haben eine neue Heilerin. Verlieren aber dann den Giftknecht. Verlieren dann aber den Giftknecht. Habe ich jetzt eigentlich irgendwas im Inventory? Ah, die beiden Sachen hier. So, da wären wir wieder, ne? Ob die Heilerin die Antwort ist? We spent long nights immersed in crumbling, worm-eaten volumes, plumbing the forbidden secrets of antiquity. The crossroads, where lost souls hope to find their way. So. Heldenpfade. Für jede Heldenklasse gibt es mehrere Möglichkeiten, mögliche Pfade als Spezialisierung. Die Stärken und Schwächen der Pfade sind sehr unterschiedlich und wirken sich darauf aus, wie du den Helden einsetzt. Pfade werden am Altar der Hoffnung freigeschaltet. Sie können dann an der Wegkreuzung zugewiesen werden. Alright. So, meine Hübsche, du bist hier. Ach, und jetzt kann ich das hier... Wanderin. Aha. Okay. Da ist sie auch weiter hinten. So, Infos, Fähigkeiten. Hand des Lichtes. Sie kann heilen. Ja, sie ist, glaube ich, also damals fand ich, war sie die stärkste Heilerin. Pride. More devastating than the horrors of 100 campaigns. Vorreiter. Ich
kann ihn auch zu so einem Damage Booster machen, ne? Dann kommt sie mit und er mit. Into the catacombs of the mind. Gut. Es könnte funktionieren. Testen wir es einfach. Aber das testen wir beim nächsten Mal. Wie immer, bewerten, sacred and sputtering. Kommentieren, unterstützen. Der zweite Run, also wo wir jetzt schon beim Gehirn waren, war ja so viel besser. Also ich denke mal, wir kriegen das irgendwie hin. Wir werden uns eine gute Truppe zusammenbauen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Kommt auf Twitch und tschüss.